57 Millionen Euro muss man einsparen. Heinrich Hossek, so heißt der Bildungsminister. Heinrich Hossek muss 57 Millionen Euro einsparen. Und das wird zum Beispiel, das hat Konsequenzen, das wird zum Beispiel dazu führen, dass die Klassengrößen in den Schulen erhöht werden. Das heißt, die Klassen werden größer, die Schülerzahl bleibt aber, glaube ich, dieselbe, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Minister. Frau Ministerin. Nein, das ist ein Blödsinn, Herr Grissmann. Also so wird das sicherlich nicht sein. Wir können nicht die Räume vergrößern, dafür fehlt uns das Geld. Nein, wir werden einfach die Anzahl der Schüler erhöhen, ja? Wesentlich mehr Schüler kommen in die Räume hinein. Und in Zukunft wird es wahrscheinlich sogar Schulen und Klassen geben mit 1000 Schülern, ja? Ich mache das, das ist mein Ziel, aber ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, um mit Ihnen zu parlieren. Herr Grissmann, es tut mir leid, ich habe etwas wesentlich Wichtigeres vor, was sehr Wichtiges. Ihre Beliebtheitswerte sind absolut im Keller, Frau Ministerin. Jetzt wird es Zeit, dass Sie Trübsal blasen. Schauen Sie mal da bitte, so viele Pflanzen, so wenig Töpfe, ein Mangel an Töpfen. Ja, apropos Mangel, es wird natürlich so sein, dass wir die Schüler nicht nur für die Wirtschaft vorbereiten, nein, auch für die Zukunft. In Zukunft wird es einen Mangel an Lehrpersonal geben, ja? Das heißt, wesentlich weniger Lehrer. Wir können aus Kostengründen natürlich keine neuen Lehrer einstellen, das ist unmöglich. Und deshalb gewöhnen sich die Schüler jetzt schon an diese vielen Schüler in der Klasse. Ich mache das ganz im Sinne vom Kreisky. Das schau ich mir an. So, meine Aufgabe, jeden Tag zu schauen, ob der Kreisky sich schon wieder im Grab gedreht hat. Zum Glück hat er dieses kreisförmige Grab, da kann man immer leicht schauen. Nicht, der Zager war gestern auf 12, jetzt ist er auf 4, das heißt, er hat sich schon wieder ein Drittel Draht bei der Nacht. Ne? 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 Skat! Ah, Herr Bundeskanzler, 4 Stunden warten wir schon in dem überhitzten Raum da. Skat! Ja. Das hilft auch nichts mehr. Skat! Ja, halt nicht. Herr Bundeskanzler, wie schaut's aus? Der Kreisky rotiert in seinem Grab wegen Ihrer Bildungspolitik. Haben Sie da ein Statement? Herr Bundeskanzler! Also das ist ehrlich gesagt mir ein bisschen egal. Ich halte es mir mit dem Sinowatz. Ja, es ist alles sehr kompliziert, hat er gesagt. Außerdem kann man auch ohne akademische Bildung Bundeskanzler werden. Das habe ich bewiesen. Und ich mache jetzt eine Selbsthilfegruppe für nicht-akademische Regierungschefs. Habe alle angeschrieben. Wer kein Studium hat, soll heute vorbeikommen. Wir machen ein Gespräch darüber. Ich glaube, Security wird da nicht gebraucht. Ich schleich mich. Maschek, meine Damen und Herren. Sehr lustig. So. Bravo, bravo, bravo. Starker Auftritt kurz vor Ostern. Toll, Maschek. Vielen Dank.